Hallo meine Lieben, heute kochen wir eine Gemüsesuppe. Das Rezept dafür hat meine Tochter letztens aus der Schule mitgebracht und wir haben das mal zu Hause ausprobiert und das schmeckte ganz gut und deswegen wollte ich das Rezept mit euch teilen. Ich habe jetzt hier erstmal 2 Liter Wasser aufgesetzt, wie ihr seht kocht das schon. Ich werde da jetzt Brühe reingeben. Wie viel Brühe da reinkommt, da müsst ihr mal darauf gucken. Es kommt immer darauf an, ob ihr Delikatessbrühe, Hühnerbrühe oder wie ich jetzt hier gerade Rinderbrühe verwendet. Also hier steht 20 Gramm auf 1 Liter. Ich versuche es jetzt erstmal mit 2 Teelöffel. Gucken. Oh, nee. Ruhe ich noch ein bisschen mit rein. Also die Brühe muss ein kleines bisschen salziger als normal schmecken, weil da gleich das ganze Gemüse drin gekocht wird und das Gemüse braucht ja auch ein bisschen Salz. Jawohl. So, da das Wasser jetzt schon kocht, ich habe also sämtliches Gemüse in ziemlich kleine Stücke geschnitten und koche das jetzt erstmal schon mal 15 Minuten. Ich hoffe, dass ihr euch nicht verbrennt, wenn ihr das reinschmeißt. So, seht ihr, da ist der Topf nämlich auch schon wieder fast voll. Wie gesagt, also ich werde jetzt hier den Deckel drauflegen und werde das Ganze 15 Minuten kochen. Und wenn die 15 Minuten vorbei sind, dann gebe ich das tiefgefrorene Suppengemüse dazu, weil das ist schon vorgegart und wenn man das zu lange mitkocht, dann wird das matschig und dann schmeckt es nicht mehr. Die Viertelstunde ist jetzt um. Jetzt werde ich das alles einmal nochmal umrühren hier. Duftet schon ganz gut. So, und jetzt werde ich noch hier das Suppengemüse mit dazugeben, das tiefgefrorene. Man kann das natürlich jetzt auch schon so lassen, aber ich mag jetzt gerade mal so einen richtigen Eintopf. So. Dann gebe ich jetzt auch schon mal, das ist so ja, eine halbe Tasse voll Suppennudeln gebe ich dann dazu. Mal umrühren. Es dauert jetzt natürlich einen Moment, ehe das wieder kocht, dadurch, dass das andere Gemüse halt tiefgefroren ist. Ich würde natürlich auch lieber frisches Gemüse nehmen, aber irgendwo ist das eine Preisfrage und zum anderen gibt es so einiges an Gemüse im Moment nicht so ganz frisch. So, und zur Krönung gebe ich jetzt noch die Würstchen mit da rein. Ich habe jetzt 3 ganz gelassen und 2 Stück habe ich in Scheiben geschnitten. Die rühre ich jetzt auch noch mit unter. So, jetzt werde ich aber mal probieren, ob das Gemüse jetzt nicht zu viel an Salz weggenommen hat. Ja, geht. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Würzen könnt ihr das natürlich frei nach Schnauze, so wie ihr das möchtet und mögt. Ich bin ja in Hinsicht auf Gewürze immer recht zurückhaltend. Aber das kann ja jeder so machen, wie er mag. Wenn ihr irgendwas gefunden habt, was da noch super an Gewürzen drin schmeckt, dann schreibt das ruhig in die Kommentarleiste. Ich bin natürlich auch immer offen für andere Rezepte oder andere Varianten. Also haltet euch da nicht zurück.
kommentiert da ruhig drauf los, mein Gott. So, jetzt ist der Topf allerdings auch sehr voll. Aber das macht nichts, weil mein Freund ist dieses Wochenende da. Und ja, also 3 Personen, 2 Tage, passt. So, ich gebe jetzt wieder den Deckel da drauf. Warte jetzt, bis das kocht und lasse das dann noch 5 Minuten kochen. Ja, und dann ist es fertig. Ihr könnt das dann natürlich zu guter Letzt nochmal abschmecken und nochmal gucken, ob da noch Salz und Pfeffer oder andere Gewürze dran müssen. Ansonsten sage ich mal guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Mhm.